Wo immer das rechtlich möglich ist, müssen wir unsere Ressourcen bündeln. Für den Bereich der digitalen Finanzermittlung wird das BKA deshalb künftig eine Vorreiterrolle einnehmen und ein Kompetenzzentrum für digitale Finanzermittlungen einrichten. Dies ist Nancy Faesers größte Niederlage. Sie hat sich entschieden, Gesetzesänderungen vorzunehmen. Aber die Gesetze wurden vom Gericht als verfassungswidrig erklärt. Stelle dir vor, die Innenministerin versteht die Gesetze ihres Landes überhaupt nicht. Wir fangen an. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist ein herausragend wichtiges Thema für die innere Sicherheit und hat deshalb auch besonders hohe Priorität. Das gilt für den Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität genauso wie gegen alle anderen Formen der Kriminalität, mit denen organisierte Banden Geschäfte machen und vor allen Dingen unsere Gesellschaft bedrohen. Entscheidend ist, wir sorgen weiter für einen höchstmöglichen Ermittlungsdruck. Die Anzahl der organisierten Kriminalitätsermittlungsverfahren ist und bleibt hoch, alleine 642 im Jahre 2023. Die harte Gangart der Sicherheitsbehörden hat Erfolg und sie ist auch aus meiner Sicht absolut notwendig. Denn OK-Gruppierungen sind leider zunehmend bereit, mit teils drastischer Gewalt vorzugehen, oftmals völlig skrupellos und mit sehr drastischen Mitteln schüchtern sie ihre Gegner ein. Und sie gefährden Menschenleben durch hochgefährliche Taten, die sie in aller Öffentlichkeit begehen. Diese Taten wollen wir mit den Gesetzesänderungen, die wir heute im Kabinett auf den Weg gebracht haben, verhindern. Mit der Änderung des Sprengstoffgesetzes verschärfen wir abermals unseren Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Wer mit Sprengstoff Geldautomaten in die Luft jagt oder andere hochgefährliche Taten verübt, riskiert insbesondere das Leben von völlig unbeteiligten Menschen. Deshalb sorgen wir dafür, dass diese schweren Straftaten künftig mit bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können. Außerdem müssen die Ermittlungsbehörden durch Telekommunikationsüberwachung auch dort einsetzen können, um die Täter zu ermitteln und zur Verantwortung zu ziehen. Das sieht unser Gesetzentwurf ebenfalls vor. Ein weiteres haben wir in dem Gesetzentwurf geregelt, nämlich die ganze Form der Logistikkette, quasi von Transport bis Lagerung, wird stärker bestraft. Das war übrigens auch eine Bitte unseres Nachbarlandes Niederlande, wo das schon stärker unter Strafe steht, gerade die Lagerung. Das von der Ampel nach dem Angriff in Solingen vorgeschlagene Sicherheitspaket sieht eine Verschärfung des Waffengesetzes beim Tragen von Messern vor, die Abschaffung von Leistungen für Menschen, deren Asylverfahren von einem anderen Staat verwaltet werden, sowie das Recht auf eine biometrische Abgleichung öffentlicher Daten aus dem Internet vor. Die Polizei braucht auch mächtige Werkzeuge, um die Kriminalität zu bekämpfen, aber ihnen fehlt es. Anscheinend werden sie die Kriminalität mit ihren Fäusten bekämpfen, während Nancy Faeser in ihrem Haus Tee trinkt. Wir müssen aber auch die klassischen Finanzermittlungen deutlich verstärken. Die größten Erfolge haben wir bei OK-Verfahren, wenn alle Behörden bei den Finanzermittlungen frühzeitig zusammenarbeiten. Da müssen wir besser werden. Das BKA wird deshalb seine Fähigkeiten zu Finanzermittlungen konsequent weiter ausbauen und die Zusammenarbeit aller Behörden forcieren. Zudem müssen wir die Kooperation mit der Finanzwelt weiter ausbauen. Im Bereich der Markt- und Bilanzmanipulation zum Beispiel, mit der BaFin oder auch mit Unternehmen. Nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, werden wir erfolgreich sein. Meine Damen und Herren, mir ist außerdem wichtig, dass wir effizienter werden. Wir können es uns nicht leisten, Spezialkompetenzen mehrfach gleichzeitig in verschiedenen Stellen vorzuhalten. Wo immer das rechtlich möglich ist, müssen wir unsere Ressourcen bündeln. Für den Bereich der digitalen Finanzermittlung wird das BKA deshalb künftig eine Vorreiterrolle einnehmen und ein Kompetenzzentrum für digitale Finanzermittlungen einrichten. Dort werden grundsätzliche und konzeptionelle Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung wahrgenommen und ein Expertennetzwerk für Geldwäsche von Kryptowerten aufgebaut. Mit diesem Netzwerk werden wir die Ermittlungen in Bund und Ländern stärken und dafür bin ich dem BKA sehr dankbar. Darüber hinaus bauen wir die Auswerte- und Analysefähigkeit, aber auch die Ermittlungskapazitäten des BKA aus. Auch die Bundespolizei stärken wir bei ihren Ermittlungen gegen organisierte Strukturen. Denn unser Ziel ist es, neue Entwicklungen in der organisierten Kriminalität noch früher zu erkennen
und konsequenter zu bekämpfen. Übrigens wusste das BASAI grundsätzlich von einem großen Leck persönlicher Daten von Politikern und anderen bekannten Personen, als Hacker persönliche Daten von Hunderten von Politikern, insbesondere Kreditkartendaten und Handynummern, veröffentlichten. Die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, die die Speicherung personenbezogener Daten regeln, verstoßen gegen EU-Recht. Das Gericht sagte, dass es eine Überwachung der öffentlichen Organe für das Privatleben der Bürger gibt. In der Regierung passt diese Situation vor allem den Liberalen gut. Die Sozialdemokraten halten es für notwendig, IP-Adressen zu speichern, da dies dazu beiträgt, Straftaten gegen Minderjährige zu verhindern. Und was ist deine Meinung dazu? Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt aus der neuen Strategie herausgreifen, der mir besonders wichtig ist. Wir werden Clankriminalität künftig entschlossener und effektiver bekämpfen. Es ist absolut inakzeptabel, dass kriminelle Angehörige von Clans in ihren Familienstrukturen abgeschottet und nach ihrem eigenen Wertesystem außerhalb unseres Rechtsstaats leben. Und es hat auch nichts mit liberalen Werten zu tun, wenn man zulässt, dass solche Leute unseren Rechtsstaat und unsere Gesetze verachten, dass sie Unmengen an verschiedensten Straftaten begehen, dass sie Gewalt anwenden und Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Niemand darf solche Entwicklungen schulterzuckend hinnehmen. Wir müssen sie mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen. Denn in einem Rechtsstaat steht niemand über dem Gesetz. Und das müssen diese Mitglieder der Clans lernen, wenn es sein muss, auf die harte Tour. Für mich ist absolut klar, abgeschottete Milieus, die unseren Rechtsstaat verachten, darf es in Deutschland nicht geben. Wir werden deshalb entschlossen gegen Clankriminalität durchgreifen. Dafür will ich gemeinsam mit den Innenministern der Länder eine Allianz gegen Clankriminalität ins Leben rufen, um mehr gemeinsame Ermittlungsverfahren durchzuführen. Und ich will die Länder bei der Bekämpfung der Clankriminalität noch stärker unterstützen, damit wir noch mehr Erfolge sehen. Meine Damen und Herren, um unsere Sicherheitsbehörden bei ihrem Kampf gegen die organisierte Kriminalität optimal zu unterstützen, sind auch Veränderungen bei der Justiz notwendig. Aus meiner Sicht brauchen wir dringend mehr spezialisierte OK-Schwerpunktstaatsanwaltschaften, um sicherzustellen, dass für komplexe Ermittlungsverfahren genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen. Im vergangenen Jahr zählten die Ermittler 872 Straftaten, die sich auf die Aktivitäten krimineller Clans beziehen. Berlin ist eine der Hochburgen der Clankriminalität. Grundlage für die Bekämpfung der Clankriminalität ist laut LKA-Bericht ein 5-Punkte-Plan: mehr Kontrolle, mehr Druck, mehr Verfolgung. Die meisten Verdächtigen, die an Clanverbrechen beteiligt waren, insgesamt 63%, haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.